Und du bist die nächste Blume. So. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von Playmobil City Life, die Luxusvilla. Und meine Güte, was für ein Riesenpaket, Freunde. Holy moly. Das ist ja wirklich wahnsinnig groß. Das passt uns ja kaum vor die Kamera. Und selbst unser Tisch ist beinahe zu klein. Wahnsinn, wie groß es ist und was da alles enthalten ist, Freunde. Und man sieht ja gerade schon außen, da habt ihr vielleicht gerade gesehen auf dem Außenkarton, diese Luxusvilla, die ist absolut geeignet, um da noch andere Sets dran anzuschließen, sozusagen, dran zu bauen. Zum Beispiel diese Dachterrasse mit dem Pool, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben bei Pandido. Die beispielsweise würde da perfekt an der Seite dran passen. Also nur, dass ihr das wisst, ihr könnt da das mit einigen Sets ergänzen. Und ja, also ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr groß, aber wir machen das Schritt für Schritt, so wie immer. Okay, los geht's mit diesem großen, ja, güldenfarbenen unter dieser Unterplatte. Das ist schon mal der Grundriss, der Aufbau, der Grundaufbau der Luxusvilla. Und hier haben wir schon mal die erste Wand. Da müssen wir überall diese roten bzw. Später auch gelben Püppel anstecken mit Hilfe dieses kleinen Werkzeugs, was immer mitgeliefert wird. So, damit kriegt ihr die reingedrückt und diese wiederum kommen dann hier auf die Grundplatte drauf. So, jetzt haben wir ja schon mal eine kleine Schräge errichtet. Hier sind genau diese gelben Püppel, von denen ich sprach. Die müsst ihr auch einfach in dieses gelbe Werkzeug hier einhaken und dann zack, einmal richtig fest reindrücken. So, übrigens mit diesem gleichen Werkzeug kriegt ihr das dann auch wieder raus, falls ihr es mal auseinanderbauen wollt. So, weiter geht's. Auch hier oben und unten habe ich wieder die roten Püppel angebracht. Und das sind genau 4 Stück und die passen ganz hervorragend hier auf die Grundplatte drauf. Insofern ich kräftig genug drücke. Na komm schon, so. Achtet immer auf das Klicken. Es muss klicken, dann ist es perfekt drin. Da, ah, da habe ich noch was vergessen. Es ist nicht perfekt drin da. Naja, wird mir bestimmt gleich noch auffallen. Okay, so, also nächste Platte. Zack, jetzt haben wir das hier auch fest. Okay, es entsteht schon ein Raum. Es sieht schon sehr nach Raum aus. Und Freunde, ich freue mich riesig über diese Luxusvilla. Da kann man so tolle Sachen mitmachen. Man kann, oh, man könnte doch da mal einbrechen, oder? Soll Karlchen da vielleicht mal einbrechen? Aber pssst. Mal schauen, was wir damit alles machen können. Oh, weiter geht's. Das hier ist schon mal die Tür, Freunde, in Pink. Und es ist alles so modern. Schaut mal, wie modern die Tür aussieht. Es war keine Schiebetür, das wäre fast noch eine Nummer moderner. Aber die ganze Inneneinrichtung, das Haus an sich, mit diesen großen Fenstern und auch zum Beispiel dieser modernen Tür hier, ist alles wunderbar modern. Das ist richtig cool, ein tolles Set. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich riesig, damit zu spielen später. Jetzt aber erstmal hier zu diesem Balken. Hier ist nämlich ein wenig Elektronik verbaut. Warum? Das ist nämlich die Türklingel, Freunde. Der gelbe Knopf, den ich eben schon mal probehalber gedrückt habe, ist die Türklingel. Hier setzen wir mal fix 2 Batterien ein. Nicht vergessen, wieder zuzumachen. Einmal so. Und dann drehen. Zack. Und jetzt haben wir hier also eine Türklingel, Leute. Wie cool ist das denn? Okay, die kommt ja links von der Tür hin. So. Oh Mann, wie schön der Eingang aussieht. Ich bin ja neidisch. Und was ist das denn? Das ist der Briefkasten, Freunde. Schaut euch das an. Die legen hier Wert auf jedes kleine Detail. Und das ist einfach bombastisch. Es sieht so schön aus und so echt. Und ich finde es so klasse bei Playmobil, dass sie so viel Wert auf Details legen. Das feiere ich wirklich. Und das ist eigentlich bei jedem Set der Fall. Und hier fällt es noch ein bisschen mehr auf, weil das Set einfach enorm groß ist. Bietet enorm viel Platz für Details. So wie auch das Krankenhaus zum Beispiel. Aber gut. Ich will euch ja jetzt hier nicht von der Schönheit von Playmobil überzeugen. Ihr wisst das sicherlich selber. Die meisten von euch haben ja selbst Playmobil. Okay, und weiter geht's. Freunde, wir bauen ja mal den Übergang, quasi die Treppe zur ersten Etage. Ich habe ja dazugelernt, nicht wahr? Ich habe ja im Krankenhaus, in dem Krankenhausvideo so oft vergessen, wie denn bitte diese erste Etage hier heißt. Beziehungsweise das Erdgeschoss, das meine ich ja eigentlich. Das hier war jetzt das Erdgeschoss. Und weiter geht's mit der ersten Etage. Gut, hier haben wir den wieder einen goldenen Grundriss. Ein Umriss wollte ich gerade sagen. Nein, einen goldenen Grundriss, eine Grundplatte. Und auch diese werden wir wieder bestücken. Fangen wir an mit diesem ersten Teil. Das kommt ja, ja, was soll ich sagen, hinten links, sage ich jetzt mal. Ne? Je nachdem, wie ihr es bei euch gedreht habt, kommt das dran. Was ist das denn? Ein Bild, wie toll. Ein wunderschönes Bild mit Bilderrahmen und oh. Es ist alles so detailreich, das ist so klasse. Und oh, oh, das, was sticht mir denn da ins Auge, Freunde?
Ein knallpinker Schrank und dieses Bild ist nicht einfach nur ein Bild. Nein, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Es ist ein Safe. Zumindest kann man das als Safe benutzen und zwar ein versteckter Safe. Da fällt mir doch direkt schon wieder Karlchen ein hier. Ob der den Safe finden würde, Freunde, und vor allem, ob er ihn knacken könnte. Ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Bisher hat er immer alles geknackt. Na, mal schauen, ob wir Karlchen hier vielleicht mal einbauen in dieser riesigen Villa. Okay, weiter geht's. Wir sind immer noch bei der Farbe Pink und bauen jetzt hier mal die nächste Wand zusammen. Auch diese ist eine sozusagen Multifunktionswand. Das ist nicht einfach nur eine Wand, sondern bietet gleichzeitig auch noch Stauraum. Es ist ein Schrank von innen zumindest. Von außen ist es tatsächlich nur eine Wand. Und herrlich ist ja, dass oben so viele pinke Elemente dabei sind. Das erinnert mich immer an die Sims, oder? In Sims, da muss man ja auch so sein Haus zusammenbauen. Und es gibt ja tatsächlich auch ein Playmobil-Spiel mit der Luxusvilla. Wie heißt das? Wahrscheinlich Playmobil Luxusvilla, ich bin aber nicht sicher. Das ist ein Computerspiel, ein Videospiel. Das werde ich auch noch spielen für Pandito Gaming. Falls ihr da Interesse dran habt, dann das wird bald kommen. Und deshalb freue ich mich tatsächlich, dass ich die Villa hier, oder dass wir die Villa hier erstmal in live erleben können. Und ich dann später schon mal weiß, okay, ich weiß, dass der Safe sich hinter dem Bild befindet. Vielleicht wird das ja wichtig. Und daher komme ich auf die Sims, denn ich glaube, dass das Spiel, die Playmobil Luxus Villa für den PC, ähnlich ist wie die Sims. Aber das ist nur eine Vermutung, ich weiß es überhaupt nicht, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, sage ich mal so. Falls ihr es schon gespielt habt, Freunde, dann sagt mir doch mal Bescheid. Ist es wie ein bisschen wie die Sims? Muss man da so kleine Aufgaben erfüllen und im Haus rumlaufen und so eine Sachen? Also sagt mir einfach mal Bescheid. So, wir bauen erstmal ein bisschen weiter. Hier oben diese ganzen schwarzen Elemente, die übrigens auch sehr, sehr schick aussehen, finde ich. So ein bisschen Anthrazit-schwarz, ein bisschen wie Marmor sieht es fast aus. Also wie wunderschick. Wunderschick! Gibt es das Wort überhaupt? Egal, es ist wunderschick. So, das bauen wir jetzt hier einmal weiter rum. Das sind auf jeden Fall Steine, das sollen zumindest sein. Und das bildet sozusagen, ja, wie nennt man das? Die Dachkante, heißt das so? Es bildet ein Teil davon. So, das schmücken wir hier noch ein bisschen aus mit Blümchen. Und jetzt kommen wir zum Außenteil. Da haben wir hier erstmal diesen grünen, ja, Wiese, Hügel. Diese grüne Wiese. So, hier sind ein Haufen Löcher. Und Freunde, was ist das denn? Das sind Türme. Ich nenne es mal Türme. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, ob das nur dekorativ ist oder ob es tatsächlich einen Zweck hat. Ich finde, bei mir im Bad, da gibt es Heizungen, die sehen so aus. Aber dass es eine Heizung ist, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, das gehört tatsächlich einfach zur Außenfassade, damit es so wie der Rest des Hauses unglaublich modern und hübsch aussieht. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür man das gebrauchen könnte, so im praktischen Zweck. Aber wenn ihr das wisst, Freunde, sagt mir auch da Bescheid. So, jetzt stecken wir hier erstes Stock auf Erdgeschoss haben wir jetzt hier. Hier sehen wir wieder diese silbernen Dinger. Noch Überwachungskameras dran, denn das Haus war teuer. Und ich stelle euch mal noch dazu, was es noch alles an Einrichtungen, Dekorationen, Möbeln und so weiter gibt. So, und du bist die nächste Blume. Komm her, meine Kleine. Ja, ja, ja. Huch, wer ist das? Oh, mein Schatz ist da. Hallo Engel, sieh mal, Blumen für dich. Oh, die sind aber schön. Hallo, ich freue mich. Dankeschön, ich bringe die gleich mal in die Vase. So, die passen ja perfekt hier rein. Warte, Liebling, da ist noch was. Wie? Wovon redest du? Weil ich dich so lieb habe, habe ich dir die gekauft. Komm, wir legen sie gleich mal an. Oh, die ist wunderschön. Danke, danke, danke. Aber gerne, Liebling. Du siehst fantastisch aus. Ich bringe die besser in den Tresor. Sekunde. So, dann verstecken wir mal mein neues Lieblingsstück. Okay, Bild zur Seite, Tresor und rein damit. So, zu. Denn ich habe gehört, in der Nachbarschaft wurde eingebrochen. Schatz, gib mir was essen. Hahaha.